Und willkommen zurück zu Skyward Sword. Ja, beim letzten Mal, da sind wir jetzt Erdland hinabgestiegen, haben da so eine ältere Dame in dem Tempel kennengelernt, die ein Zirkuszelt auf dem Kopf hat und uns gesagt hat, wir sollen in den Wald von Faerûn gehen und dort nach Zelda suchen. Und da auf dem Weg haben wir jetzt den Geroden getroffen. Und der hat uns eben spannende Sachen erzählt, wie zum einen, dass diese Dinger hier da, diese Vögel da, da als Teleportpunkte, also als Anhaltspunkte dienen. Und wir hören uns noch mehr von der Story an. Oho, kennst du auch die alten Legenden? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flögen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felsenlängen voraus ist. Felsenlängen, hey, Corona. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst die Insel geschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold, heiliges Wasser aus nie versiegenden Quellen und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du, ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Häuser aus Gold? Naja, bisher noch nicht so viel von mitbekommen. Aber erzähl weiter. Ach so, dann hat also auch dich das Inselfieber gepackt, was? Ich würde ja gerne mehr erzählen, aber dafür muss ich zuerst noch weitere Nachforschungen anstellen. Beim nächsten Mal, ja. Na gut, was ist das jetzt hier für ein Ding? Was macht das so? Oh! Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Ich bin halt, ich bin top. Das muss man schon so, muss man einfach mal so hinnehmen. Ja, und wir laufen jetzt in den Wald von Faerûn rein. Und dazu müssen wir erstmal, das Ding hier bewegen. So, und nun ist der Weg frei. Hopp, und hopp. Und damit wird auch diese Markierung hier jetzt Wayne. So. Das eben waren wir noch quasi auf dem Hinterhof vom Tempel und jetzt kommen wir, glaube ich, in den Wald selbst. Gebieter, wir sind im Wald von Faerûn angekommen. Ja. Alter, ein riesiger Baum. Wald von Faerûn. Meine Damen und Herren. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Alter, was ein Riesengebiet. Ja, da bin ich, das ist richtig. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Na gut, wenn du das sagst. Da vorne sollen wir hin. Und dafür müssen wir einmal hier. Und. Springen! Was cool ist auch, hier kann man nämlich. Die. Wollen wir einfach mehrmals zu hauen und bei den glühenden Stellen gibt es dann ein paar Rubine. Und da vorne sind wieder diese fiesen roten Dinger. Und ein kleiner Busch. Und er zittert und macht komische Geräusche. Wie? Das war's? Hallo? Du? Reden. Ein Busch. Ah, bist du denn? Ist er niedlich. Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Ja, ja. Jetzt auch noch einer in grün? Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit, bitte. Stip, 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 stip. Da rennt er weg. Ah, der ist ja niedlich. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine vertraute Aura. Was, wirklich?
So ist es, Gebieter. Ich fühle den Stamm der Kyu, der liebenswerten Bewohner dieses Waldes. Sie sind klug und wissen vielleicht etwas, aber Zelda scheint nicht hier zu sein. Ich weiß nicht genau, weshalb ich ihre Aura spüre. Ich empfehle daher, mit den Kyu zu sprechen. Das würde ich ja machen, wenn die nicht weglaufen würden. Also, ne? Da gibt es nachher auch noch eine Abkürzung, aber wir laufen dem erstmal stammträchtig hinterher. Ah! Wo ist er denn hin? Da ist er. Gott, die sind einfach zu niedlich, die Viecher. Wo ist er jetzt? Fei, was willst du? Gebieter Rijo, rufe mich jederzeit, wenn du Fragen hast. Bla, ja. Will deinen Hinweis? Bla, ja. Das wolltest du mir jetzt sagen, oder was? Ja. Dann wieder weg. Wo ist denn jetzt hin? Da vorne ist er. Hab! Und da rennt er wieder weg. Ich glaube, es geht los. Was ist denn jetzt hin? Nee? Nee? Ich glaub, ach, da hinten hinter dem Baum ist er. Aber ich würde eben gerne. Nach Möglichkeit. Hier mal eben. Ich fühle eine starke Aura im. Fei ist mal wieder total die Spielverderberin. Aber dann suche ich halt. Du hältst. Halt das Maul. So. Ey, Kleiner, was ist denn los hier? Komm. Wie, du hast mich schon wieder aufgespürt? Ich. Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja vorhin in roten Kern gezeigt. Macha oder Matcha? Das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Matcha gerettet hast. Das hätte Matcha dir gar nicht zugetraut. Da fällt Matcha ein. Gerade erst vor kurzem war hier eine, die so ähnlich aussah wie du. Was? Wer? Hä? Woher soll Matcha das wissen? Auf jeden Fall war es ziemlich übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kerlen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Na! Ah. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Das kann ich nur leider nicht mit meiner Roboterstimme ausdrücken. Matchas Position wurde markiert. Sie sieht dir auf der Karte an. Jo. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen. Daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Kyu, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aura-Suche reagiert. Ich empfehle, weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Ja, dann tun wir das doch. Ah. Hat das Matcha erschreckt? Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freundin und unseren Häuptling findest, dann sage ihnen, dass es Matcha gut geht. Matcha ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Na dann werde ich dem Matcha doch mal vertrauen. Und dorthin. Und hier haben wir, glaube ich, die erste Abkürzung jetzt freigemacht. Yep. Ja, da hinten sehe ich den abgeschnittenen Baum. Da waren wir nämlich schon. Und glaube ich, jetzt dürfen wir dann auch. Ach nee. Kann man hier nicht irgendwie. Nee. Nur Infos. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, hier lang. Wenn ich mich recht entsinnen tue. Oh ja, pass mal auf hier. So, du blödes Ding hier, komm, nimm mal. So. Einfach aus Prinzip. Du hast einen Bernsteinhalbmond erhalten. Niemand weiß, wie dieses bernsteinhafte Kleinod seine endgültige Form erhielt. Ja, es gibt hier in Skyward Sword auch allerhand Sachen zusammen, wie wir hier sehen können. Und die werden später benutzt, um Gegenstände aufzuwerten, wie ein Schild oder irgendwann mal andere Waffen, wie Schleuder zum Beispiel. Und, ja. Freunde. So nicht.
Will ich schon was mit anfangen? Mal eben gucken gehen. Ah, das ist ein Halbmond. Swing. So. Da oben sehe ich noch so ein Dickerchen liegen. Nein! Falsche Taste. Geh weg. Und. So macht man das hier. Okay, jetzt haben wir hier schon mal eine Abkürzung. Na komm. Die Nummer 2. Und den Halbmond. Und nun können wir uns schwingen über die Abgrund da oben. Ich glaube, ich erzähle einfach beim Zocken viel zu viel schon über meine folgenden Wegelagerer hier. Weg, schönen Holzdinger. So. Vögelchen. Kacke. Habt ihr gerade gesehen, der erste Schaden auf mein Schild. Also da sollte man besser mit sparen, weil so ein Schild ist nicht mal eben beschaffbar hier unten. Deshalb mache ich mich jetzt auch erstmal vom Acker. Können wir jetzt hier nochmal, ich muss gerade mal überlegen. Achso, da unten. Ja, komm. Swoop. Und swoop. So, jetzt können wir uns darüber schwingen. Und das ist eine sehr blöde Höhe. Also, nein. Nein. Schwingen ging ja anders. Ich bin jetzt auch anders. Zelda The Wind Waker gewöhnt. Deswegen habe ich versucht, mit dem Control-Stick zu schwingen. Aber das geht ja hier gar nicht. So. Was pennt da denn? Das sieht einfach so lächerlich aus mit dem kleinen Stippel da unten drauf. Naja. Kennst du mich? Ich bin Roy-Boss, der Häuptling der Kyo. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deines? Ich überbringe erstmal eine Nachricht. Was? Bist du bei Mitgliedern meines Stammes begegnet? So, so. Macha geht es also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Was sagst du da? Du suchst ebenfalls nach jemandem? Nun, ein Mädchen mit blondem Haar war gerade für erst vorhin bei mir. Aber im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Der Wald ist außer Rand und Band. Meine Gefährten. Über diesen Schlamassel habe ich das blonde Mädchen ganz vergessen. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann ja wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Der Häuptling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe, aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Kyo suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Kyo zu deiner Aurasuche hinzugefügt. No. Soll ich dir erklären, wie du das Ziel... Nein. Ich brauche keine Hilfe von dir. Bereits gefundene Kyo sind auf der Karte markiert und werden von der Aurasuche nicht mehr erfasst. Beginne jetzt mit der Suche. Gut, ne? Eigentlich soll man das hier erst mit dem, Dingens. Mit der Schleuder wegmachen, aber man kann das ganz einfach lösen. So. Und dann kommt man auch schon, zu den nächsten Cues. Aber erstmal den Typen hier wegbamsen. So. Noch ein bisschen Zeug sammeln. Wow, ein Rubin. Und da wo... Eigentlich ist das so, da wo die Bäume höher sind, also wo die Stelle höher ist, da ist auch mehr Kohle drin. Nicht viel mehr, aber etwas. Naja, gut. Irgendwie lässt sich das nicht so recht festlegen. Kios Aura. Also schon mal auf einem guten Weg. Aber wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Dann müssen wir uns einmal hier... Nee, komm... Ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen. Oh, aber hier ist eine Abkürzung und die werden wir uns so gleich mal erstellen. Na komm. So, jetzt kommen wir hier rauf und darauf mit dem super Sprint-Move. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwo hier muss doch noch so ein
Kyo rumsitzen. Und bam, und bam, und bam, und bam. Und bam, und bam, und bam. Kumpel. Wollte schon sagen, mach mich nicht müde. Geld, 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 Geld. So, das war's ja auch schon wieder. Obwohl, wir können jetzt, glaube ich... Ja, genau, da oben war nämlich einer. Vielleicht schaffen wir das sogar in diesem Part alle zu finden. Das wäre natürlich top. So, und hier kommen wir übers Springen rüber. So. Na komm. Ah, wie geil er sich versucht zu verstecken. Freundchen. Pass mal auf. So. Da sucht man sich so ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Ich heiße Zenbudi. Ich bin fast genauso gut im Verstecken wie unser Häuptling. Zenbudi-Position wurde markiert, aber noch gibt es andere Q, die von der Aurasuche erfasst werden. Wie? Du hast unseren Häuptling getroffen? Dann ist der wohl doch nicht so gut im Verstecken. Richtest du ihm aus, dass sich Zenbudi hier versteckt hat? Soll er mich ruhig suchen kommen? Na gut, wenn du das sagst. Zenbudi. Na gut. Namen sucht man sich nicht aus, ne? Mal ein bisschen gucken, ne? Wo waren hier denn die nächsten? Also zwei von vier haben wir jetzt. Ich meine, jetzt könnten wir mal hier lang gehen. Und, ja. Ich höre überall hinter mir und vor mir Viecher amok laufen. Hier drin befindet sich nämlich ein Loch. Da kommen wir dann hier durch. Und dort finden wir einen weiteren. Na. Miro, ach wie geil. Oh, du darfst mich nicht essen. Kombo ist nämlich völlig geschmacklos. Und renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm mal so gut. Mein Name ist Kombo. Schön, oder? Sag mal, kannst du unserem Häuptling ausrichten, dass es Kombo gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Kombo geht lieber wieder auf Tauschstation. Kombos Position wurde markiert, aber noch gibt es andere Q, die von... Ja. Was? Ja, Kombo, doch keine Angst sein, du grüne Vogelscheuche. Was? Alter, ich würde dich ja hauen. Wenn du nicht so gut verdammt niedlich wärst. Ja, ich finde die einfach so verdammt niedlich, die Dinger. So, wo geht's denn jetzt? Da. Ja, das wäre kacke gewesen, wenn wir hier jetzt nicht die Abkürzung gehabt hätten. Wenn wir den ganzen Weg nämlich wieder zurück... So. Aber gab's noch andere Sachen? Nämlich unter anderem ist dort ein Herzteil. Dieses Herzteil würde ich mir jetzt gerne mal holen. Balance halten mit wie viel Minung? Ja, ganz ruhig. Link, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ruhig. Ein Herzteil. Juhu. Genau, der letzte war da hinten. Und jetzt auch noch eben. So. Komm. Na, komm. Dazu müssen wir einfach mal, glaube ich, hier durch. Und das geht nicht. Wie war denn das noch gleich? Was hier hoch? Hier hoch und dann. Ah, ich glaube, das war. Ach,
ja, genau. Okay. Ja, hier muss man sich immer so ein bisschen wieder reinklamüsern. Wir müssen nämlich einmal wieder hier rüber. Und dann... hier unten rein. Da ist auch kein brauchbares Zeug drin, außer ein paar Rubine und eine Fee. Hui. Fee? Ich will ja aus Prinzip einfach mal... Ah. Okay. So, einfach aus Prinzip. So, wir müssen uns ein bisschen schaukeln, damit diese komischen Stacheldinger hier runterfallen. Weil die mich die angerührt haben, zu explodieren. Na komm, na komm. So, und da ist noch so ein Vieh. Und da oben ist der Kio. Der kommt nicht wieder runter. Was bist du denn jetzt für einer? Und der holt seine Buddies. Ah. Na komm. Und hau ab. Und. Mensch. So. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In dem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Ich stecke ihn nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Ich fühle keine Gegner mehr in der Nähe, in der Umgebung. Du kannst den Kio im Baum daher gefahrlos herunterholen. Allerdings scheint er sich nicht bewegen zu können. Du musst dir was überlegen. Gebieter, du kannst deine Option immer durchprüfen. Ja. Ach, das ist ganz einfach. So. Ah. Was? Moinsen. Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Irgendwie rötet das Mugi ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Die Aura-Suche erfasst kein relevantes Ziel mehr in dieser Gegend. Ich empfehle, zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Hey, was soll das? Erschrecke doch Mugi nicht so. Ja, damit haben wir jetzt auch den letzten Kio gefunden. Und im nächsten Part kehren wir dann mal zum Häuptling zurück und gucken, ob wir mal ein bisschen Cash dafür kriegen. Bis dahin. Ciao.